Herzlich willkommen, Kapitänin, Kapitän bei die gewährte Gefechte. Wir spielen weiter Shima, wir spielen so lange Shima, wenn wir voll auf die Fresse kriegen, dann wechsle ich auf die Stalingrad. Stalingrad ist, kann man sagen, immer noch der Schiff, was man sich immer noch für Steine holen kann. Bis ein anderes Schiff die Stalingrad immer noch ablösen tut. Stalingrad ist auch, das kann man sagen, der allererste Stahlschiff, was man sich erspielen konnte. Und es ist auch, wir sagen, wenn ihr kommt die Frage, welches Stahlschiff will ich mich nicht haben, hole ich mir die Stalingrad. Wie gesagt, Stalingrad kriegt leider einen kleinen bisschen nerft, kriegt nur 5 Sekunden weniger Radar Cooldown leider, also aktiven Radar. Ist ein bisschen schade, leicht. Aber kann man da nicht ändern. Ja, wie gesagt, Stalingrad ist so Ewigkeiten ein Spiel schon drin. Ich finde es immer eigentlich ein bisschen schade. So, wir haben hier jetzt die Triple DDs. Z52, Haragumo und Petro ist eklig. Und so ein blöden Camp-Sonderer. Okay. Das sind erstmal eklige Schiffe. Petro ist immer ganz gut. Der Radar ist ziemlich sehr kurz, nur 50 Sekunden. Das heißt, eine Seite geht nur raus. So, wir haben eine Petro und Hindenburg. Okay, so ist schon mal schlecht. Rettich, Pommern. Pommern ist meine Sache. Pommern ist, ich finde, ich habe im Video gesagt, Pommern ist schon ein cooles Schiff, aber ganz ehrlich, das Ding ist nur für Nahkampf gebrauchbar und Rest ist das Ding eigentlich nur Schrott. Ja, ich hab das Ding nur ein paar Runden gespielt. Ich war mit dem Schiff so frustrierend. Ich habe zum Schluss echt das Ding. Bei mir ist die Pommernische Statistik aufgelistet, aber ich habe das Ding verkauft. Ich fand das Ding so grottenschlecht. Ey, das ging mir was gar nicht. Wie gesagt, die Pommern ist nur im Nahkampf gut. Rest ist das Ding nur Schrott. Das ist das einzige brauchbare Schiff, was das kann. Nahkampf irgendwo rein, Julian, raus. Fertig. Mehr kann das Schiff leider nicht. Ist meine persönliche Meinung. Viele sagen, Pommern Hammer geil. Aber es gibt von Schlachtschiffen verschiedene Alternativen. Deswegen. Es gibt so viele Schiffe auf Stufe 9 oder Schlachtschiffe, die Pommern eigentlich viel besser performen tun. So, ich will erstmal die Sonne erstmal B holen. Hier, die Petro ist mal richtig geil am rumhaten hier. Ich will erstmal hier ein bisschen A lieber spotten. Weil die Insel dahin wird gerne als Stacker genommen für die Schlachtschiffe und andere Gedöns. Würde ich mehr als Scout hier agieren. Und dann schon mal die Petro. Haha, Apollo. Ich weiß leider nicht, was in Nebel drin ist. Ich glaube, der Typ wird sich gleich ein bisschen schrecken, aber so ist er weitergefahren. Ach du Schande, sind alle beiden DDs hier. Ach du Schande, ach du Schande, ach du Schande. Das ist Müll. Hab ich ein Schwein? Okay, der Typ hab ich nicht getroffen. Ich denke mal, muss die Z52 sein. Ja, nur war die Z52. Das ist schlecht. So, wieder ein Hydro, die ist sehr cool, aber sehr unpraktisch. Zwei Zerstörer versus 1. Das ist schon nicht so wirklich geil. Oh, was sieht man? Pommel am Puscheln. Zum Glück hat man ja Japaner relativ bessere Camperkeit.
Petro steht da hinten auch noch. Gieren hat ihn da nicht getroffen. Ich denke mal, die Pommer hat wahrscheinlich anscheinend Tüto an. Und was nehme ich? Ein Torp mit. Ich nehme jedes Mal als CD so ein scheiß Torp mit. Die Fächer, die scheißen ja schon teilweise groß. Ich nehme jedes Mal so ein scheiß Ding mit. Das muss die Z42 Tops gewesen sein. Ja. Hier wahrscheinlich kein einziger rein. Nee. Okay, der fällt jetzt in die Mitte durch. Das ist ganz interessant. Also ich bin mal gespannt, sind die unsere Schiffe so relativ weit hinten jetzt. Oh. Und unsichtbar. So klingen sie, die russischen DDs so weit offen. Ding mal will um die Insel umfahren. Mal gucken. Lass sie gleich mal aufdecke. Ey, drüben sind die in Zaya im Grunde überlegen, sind die da drüben eigentlich. Man ist so um die Insel rumgefahren. Hab's nicht getroffen. Und was nicht. Die kommt schon wieder. Alter Schwede, immer perfekt. So aufhören, bei den blöden Schlachtschiffen hier rumzutümpeln. Alter Schwede. Meine Güte. Die Pommern wird hier im Fettler hinter die Insel. War schön nach Umudon. Nice. Na? Ja, der hat anscheinend Herr Tüter dran. Was? Kein Torpedotreffer? Okay, das ist schon mal sehr interessant. Da wird langsamer. Der muss Hydra angeschmissen haben. Ja, so mal, wie der aussieht. Na. Ah, schön, Torpedotreffer. So. Schnell wieder zurück in Arcap. Fuck you, DDs. Jupp. Ach du Schande. I. Okay, das ist gerade ein bisschen fies. Die Z52 ist komplett rumgefahren. Okay, das ist mal sehr interessant. Also gegen die Z brauche ich nicht kämpfen. Dafür habe ich viel zu wenig Leben. Bin ich schon doch dabei, Conquerer. Meine Güte. Auch ziemlich sehr gemein. Also irgendwie gegen Hydro-Schlachtschiffe zu spielen, durch Schima, so macht das überhaupt keinen Spaß.
Ah, der fährt weg. Den brauche ich nicht weiter schießen. Sehen wir, was ich mehr bedingt habe, ist die Petro da hinten. Und da kommt schon wieder ran. Da war ich da. Da brauche ich nochmal hin, drauf schießen. Schießen wir nicht mal auf die Höhe. Ja, der Petro hatte relativ kurzen Radar. Ja, Eis. Da mit AP-Antrieb rausgeschossen. Jo. Jo. Ja, Eis. Da, Petro. Betriss mich nochmal. Der will keine, ich hab nur nochmal gleich nochmal Torpedos an Bord. Der kommt quer, soll mal auf die Petro schießen. Ja, das Schiff ist so schmal. Ich treffe es den gar nicht. Nee. Ganz knapp vorbeigezogen. Das Ding so schmal ist einfach nur. Also mit Shima zu spielen ist irgendwie ein bisschen sehr anstrengend, finde ich persönlich. Ich denke mal, der Petro hat bestimmt Hydro dabei. Naja. Wow, ein Treffer. Ui. Na, ich denke mal, fällt mir bestimmt wieder eine Hydro drauf. Der bleibt schon wieder stehen. Meine Güte! So, fand ich zwar schon Vernichter, Großkaliber bekommen, auch nicht schlecht. Ja, nicht so. Petro muss jetzt Dauerflooding jetzt haben. Durch das Dauerflooding ist er langsam geworden. Und sich zu viel tut. Alter, schön. Schau, die Z2 ist ja viel besser Hydro. Das Problem kann nur eine Salve rausgeben mit einem Petro nur. Ich hoffe, der hat wenigstens auch Hydro dabei. Aber da können wir noch mal abdrücken, okay. Da muss ich mal auf die Z gehen. Da
Das kann sein, der Hydra wahrscheinlich schon verbraucht hat. Da sind unsere Konquere, die jagt ich nicht den scheiß Sandora. Okay, der hat ja einen super Heal, ja. Kann ja mal ein paar Mal brennen, ja. Könnte sein, jetzt die Z-Richtung jetzt Richtung C fährt jetzt. Wollen wir da vor allem nur Vermutung weiter mal die Tore sehen. Okay, Zona ist fast da. Also mit Shima zu spielen ist es sehr anstrengend. Meine Top, so eigentlich teilweise so schweinefrüh auf? 2 Kilometer, okay. Also so gefühlt trinke ich wie alle 4 R an. Und ich verliere sie mal gucken. Wenn jetzt die 1,4 Kilometer. Jo, alles klar. Naja. Schieberunde kann man sagen, wiedergeholt. Jetzt Platz, Rang 5, das ist echt geil, bin ich sehr begeistert. Und naja, mal gucken, wie es weitergeht. Wir sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Haut rein.